Ring Total Normal, der Podcast in Zusammenarbeit mit der Facebook-Gruppe 24 Stunden Grüne Hölle und Nürburgring aktuell. Powered by Ralf B.'s Pitlane und Open Motors Automobilsport. Ja, guten Abend, liebe Freunde von Ring Total Normal, mit einem Podcast nach längerer Zeit mal wieder, und das wird ein ganz besonderes Special. Wir haben einen ganz besonderen Gast, den ich euch heute vorstellen darf. Er ist Ringkenner, er ist Mr. Nordschleife, er ist der Chef der Nürburgring Driving Academy. Herzlich willkommen, Andy Gülden. Ich werde ja schon rot. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ich kann euch ein paar nette Antworten liefern. Sag ganz liebe Grüße an die Nürburgring-Community da draußen. Und freue mich, und natürlich bin ich gar nicht so was Besonderes. Also ein Special ist das, glaube ich, nicht. Ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Ja, das sehen aber einige anders, Andi. Des Weiteren natürlich wieder mein Kumpel, Ingo Öpen von Öpen Motors Automobilsport, der immer bei uns ist. Herzlich willkommen, Ingo. Ja, guten Abend, liebe Ring Total Normal Freunde. Guten Abend, lieber Ralf. Guten Abend, lieber Andi. Ich bin ja heute mal ein bisschen Außenseiter mit meinem breiten Sportfahren am Ring, würde ich mal sagen, ist der Andi über mir, aber ich kann schon ein bisschen rausnehmen. Auf den Andi bin ich schon ein paar Mal am Ring gestoßen. Also er ist wirklich ein normaler Mensch, und mit dem kann man auch immer lachen. Also auch wenn er sehr bekannt ist, sehe ich den aber immer auf einer Ebene an. Das muss ich mal direkt vorausnehmen. Absolut. Ja, so sehen wir das als Fans auch. Andi, die erste Frage mal an dich. Wie bist du eigentlich zum Motorsport gekommen und ganz speziell zum Ringen? Ja, das ist, also grundsätzlich zum Motorsport bin ich gekommen über meinen werten Papa, der aber schon seit vielen Jahren von oben zuschaut. Der ist leider vor vielen Jahren schon verstorben. Aber der hat damals mit meinem Bruder zusammen, hat er uns das Kartfahren ermöglicht. Also klassisch über den Urlaub damals in Spanien sind wir ein bisschen auf so einer Kartbahn ein bisschen rumgefahren. Und da habe ich ihn natürlich so lange bearbeitet, bis dass ich mal auf so einem Erwachsenen-Kart fahren durfte. Und so ging das irgendwie los, damals im zarten Alter von 6 Jahren, das erste Mal gefahren. Und mit 10 Jahren damals habe ich dann mein erstes eigenes Rennkart bekommen, womit man noch gar nicht Rennen fahren durfte damals. Ich bin ja ein bisschen älteren Baujahrs, 78er Baujahr. Diese Bambini-Klassen, die gab es damals noch gar nicht. Ich musste also über den ADAC Mittelrhein diverse Lehrgänge machen, aber das hat so viel Spaß gemacht, da sind wir voll dran geblieben. Das war ein schöner Familiensport, damals noch mit meinem Bruder zusammen. Wobei mein Bruder auch damals schon der Prototyp eines Gentleman-Drivers war. Und ich habe mich um beide Karts in der Garage gekümmert und war Feuer und Flamme. Und dann ging es weiter mit Formel Renault und Formel 3. Das war so mein Werdegang in der richtig aktiven Zeit. Und ab Formel 3 ging es dann nicht mehr so richtig weiter. Bin aber zu Formel Renault-Zeiten schon an die Zackspeed Nürburgring Rennfahrerschule gestoßen. Damals mit dem Chefinstruktor, der Markus Grossmann. Der hat mich mal eingebaut und hat zugehört, wie ich mal eine Ideallinie erklärt habe. So gut, dass er meinte, mit dem Andi könnte man auch tatsächlich als Instruktor zusammenarbeiten. Und so habe ich 1998 tatsächlich meine ersten Events dann schon am Nürburgring gemacht als Instruktor, und bin da auch meine erste Runden Nordschleife gefahren. Und damit war völlig klar für mich,
hier willst du nicht mehr weg. Also die Nürburgring-Nordschleife ist das ein und alles. Der Nürburgring ist für mich ja die Mutter aller Rennstrecken. Und hier arbeiten zu dürfen am Nürburgring, das ist halt für mich das Größte. Und es wird auch nie langweilig. Deswegen bin ich total happy, dass ich diesen Job machen darf. Und darüber jetzt auch Rennen zu fahren, dann war irgendwann der Einstieg. Meine ersten Rennen bin ich tatsächlich dann schon sehr früh mit der Zackspeed Viper gefahren auf der Nordschleife. Ingo. Ja. Wie bist du? Ja, erzähl du auch mal, wie du zum Rennsport gekommen bist. Ach du lieber Gott, das willst du wirklich wissen. Also ist ja, klar. Ist auch eigentlich eine ziemlich längere Geschichte, wahrscheinlich nicht so interessant wie dem Andi seine Geschichte, aber meine Geschichte hat auch richtig Potenzial, die mal zu erzählen. Mit zarten 15 Jahren habe ich mal ein Praktikum in einem Kfz-Betrieb gemacht, wo dann der Chef mir auch einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechaniker damals noch und nicht Mechatroniker angeboten hat. Und da habe ich dann zugesagt und dann kurz bevor er dann in die Ausbildung da ging, sagte er, ja, ist alles nicht so gut im Moment. Du musst noch ein Praktikum machen von einer Woche. Und dann habe ich gesagt, ja, warum muss ich denn noch ein Praktikum machen? Ja, ich muss dich nochmal angucken. Aber für die Woche Praktikum musst du mal deine Tasche packen und für eine Woche Anziehsachen mitnehmen. Das habe ich dann auch gemacht, habe mit der Schule das geklärt, war kein Thema. Ja, und dann stand ich dann, was war es denn jetzt? 92 beim 24-Stunden-Rennen. Das war mit zarten 15 Jahren mein erster Blick am Ring. Direkt 24-Stunden-Rennen. Helfer. So. Und in dem Betrieb habe ich 17 Jahre gearbeitet. Da haben wir immer eine Toyota Corolla AE86 im damaligen Castrol Haucup eingesetzt, also was jetzt RCN ist, und mehrfach 24-Stunden-Rennen gefahren. Ja, und dann hat mein Ex-Chef, der jetzt mein Ex-Chef ist, einfach gedacht, ach, ich höre jetzt 97 einfach auf und fange jetzt die Paragliding-Fliegerei an, und Ingo stand dann da und hatte kein Hobby mehr, weil ich eigentlich auch immer das Auto vorbereitet habe selber in der Werkstatt bei uns und immer mit am Ring war und so. Ja, so bin ich zum Ring gekommen und dann habe ich halt gesagt, ja, 2002 fängst du halt mit GLP und die restliche Geschichte kennen wir ja über GLP, dann in die RCN, dann in die VLN und dann letztes Jahr das erste Mal 24-Stunden-Rennen. Also das mal die Kurzform, ich kann da noch viele Geschichten zu erzählen, aber so war das bei mir. Ja, wunderbar. Andi, welche Autos bist du schon alles gefahren in deiner Rennfahrerkarriere? Hältst du sowas nach? Leider halte ich das nicht wirklich nach. Also ich führe da keine Statistiken mehr, führe kein Buch. Also ich kann mich einfach nur glücklich schätzen, dass ich schon verdammt viele Apparate fahren durfte. Und da waren sicherlich auch richtig, richtig geile Autos dabei. Und am Ende, ja, jetzt kommen wir halt auch wieder da drauf. Übrigens, Ingo, ich sehe auch da wieder viele Parallelen. Also ich habe ebenfalls Mechaniker ja gelernt, auch in einem Betrieb, in mehreren Betrieben die dann auch VLN gefahren sind, wo ich auch ein bisschen mit geschraubt habe. Also ich habe das auch alles mal gelernt und für mich war das auch immer wichtig zu wissen, warum dreht sich welche Schraube wie am Auto. Aber zurück zu den Autos. Völlig egal, mit welchem Auto man die Nordschleife fährt, das macht immer Bock. So kann man es einfach jedem beschreiben. Es muss nicht unbedingt immer der Porsche sein. Es müssen nicht 600 PS Autos sein. Ich kann mich daran erinnern, ich bin auch mal ein Rennen gefahren mit einem Suzuki Swift in den Anfängen. Und das Auto, das Rennen steht immer noch ganz weit oben in dem Spaß-Ranking, was man so privat ein bisschen führt. Also das hat wahnsinnig viel Bock gemacht und da ging halt alles Vollgas mit dem Auto.
Von daher, ich halte das nicht nach. Aber es waren schon viele schöne Autos dabei. Hast du denn da so einen, den du da total, also wo du total sagst, also dieses Auto, das war der Hammer? Ja, also es gibt jetzt... Ganz ehrlich. Ja, ich bin mal mit einem Mosler gefahren zu Testzwecken. Das war schon ein phänomenales Auto, was ja schon fast wie ein kleiner Gruppe C daherkommt. Ich durfte auch mal mit einem Bugatti Chiron fahren. Das hat sich irgendwie auch ganz kurzfristig so ergeben. Das war eine ganz coole Geschichte, wenn du ein Auto mit 1500 PS über die Nordschleife bewegen darfst. Das ist auch das erste Mal gewesen, also normal ist es ja immer so, dass man sagt, von der Leistung her so 100 PS mehr geht schon, wäre jetzt super. Bei dem Bugatti war es anders. Da habe ich das erste Mal gesagt, okay, Leistung reicht. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, du bist Chef der Nürburgring Driver Akademie. Wie sieht da eigentlich so dein Alltag aus? Wir durften ja jetzt am Freitag Gott sei Dank bei euch mal zu Gast sein. Wir waren sehr, sehr angetan von der ganzen Sache. Die würde ich auch gerne mal selber machen. Ne? Mhm. Aber dann kamen jetzt hier so Fragen von den Fans, also aus der Gruppe heraus. Mit welchen Kosten ist das eigentlich verbunden und mit welchen Autos fährt man da? Ja, also in der Tat, ich bin Chefinstruktor am Nürburgring. Ich bin der Teamleiter der Nürburgring Driving Academy. Und wir machen fahraktive Events am Nürburgring. Alles, was so fahrdynamisch da passiert, das können wir eben darstellen. Wir haben einen großen Fuhrpark, wir haben einen Offroad-Park zum Beispiel auch, den wir betreuen. Wir machen aber natürlich am liebsten eben Events auf dem Asphalt, auf der Rennstrecke und da gibt es zwei verschiedene Bereiche, wenn man so will. Einmal das klassische Sportfahrertraining, wo man jetzt auch einen Permit-Lehrgang vielleicht noch mit reinzählen kann. Das sind Trainings, wo du mit deinem eigenen Rennauto kommen kannst, mit deinem eigenen PKW kommen kannst. Und dann gibt es eben Trainingsvarianten auf der Grand Prix-Strecke oder eben auf der Nordschleife, was sich dann Sportfahrertraining Nordschleife XL nennt. Immer ein super Event. Machen wir 4, 5, 6 Mal im Jahr. Und dann gibt es auch eben sicherlich, dass der Hauptbestandteil sind unsere Formel-Events, unsere Formel-Lehrgänge, die wir da machen, unsere Formeltrainings, sowohl für den Firmenkunden als auch für den Einzelkunden. Also, und das steht komplett unter dem Motto Motorsport für jedermann. Das heißt, da kommt auch jedermann und es ist super als Geburtstagsgeschenk für den Jubilar. So kann man sich das vorstellen. Und da gibt es Formel-Starterkurse, Formel-Plus-Kurse, Grand Prix-Kurse, Professional-Kurse. Das sind diese vier verschiedenen Kursarten, die wir im Formelbereich haben. Und das fängt bei knapp 359 Euro an, glaube ich, der Starterkurs. Und der Professional-Kurs, der liegt dann bei knappen 2000 Euro, ist aber schon über anderthalb Tage und ist mit Verpflegung, mit Übernachtung im Hotel, alles inklusive. So ist das zumindest, was das Programm der Driving Academy angeht. So kann man das mal ganz grob umschreiben. Aber wer da Lust hat, sich da genau schlau zu machen, einfach mal beim Nürburgring anrufen oder auf www.nürburgring.de. Da findet man alle weiteren Infos oder mich direkt mal anschreiben, dann kann ich das weiterleiten. Also ich bin da super happy, dieser Instruktorjob, das Team der Nürburgring Driving Academy mit den Jungs und Mädels, das macht wahnsinnig viel Spaß, anderen Menschen Freude zu bereiten und anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal mit einem Rennauto zu fahren. Ich glaube, vom Job her hätte es mich da durchaus härter treffen können. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, das glaube ich dir aufs Wort.
Ich habe da mal eine Zwischenfrage zu. Wenn ihr diesen Permit-Lehrgang da macht, ne? Was sind das für Autos oder bringt da jeder sein Auto mit? Genau, da bringt jeder sein eigenes Auto mit. Also diese Permit-Lehrgänge, die müssen wir ein Stück weit machen, einfach, oder wir sind da ein Stück weit verpflichtet, einfach das DMSB-konform dann durchzuführen, um Nordschleifen-Neulingen dann eben die ganzen Besonderheiten rund um die VLN, rund ums 24-Stunden-Rennen dann beizubringen. Und ich weiß, früher gab es da, glaube ich, größere Querelen rund um das Thema Permit. Mittlerweile, wenn man da einfach mal reinschaut und sieht, die Unfallstatistik, wie oft ein Rennen abgebrochen wurde in der Vergangenheit vor der Permit. Mittlerweile kommt es gar nicht mehr vor, dass ein Rennen mit Rot irgendwie mal abgebrochen werden muss. Das geht alles in die richtige Richtung. Und ich glaube, am Ende ist es wichtig, den Spirit der VLN dann den Nordschleifen-Novizen einzuhauchen. Es sind ja auch oftmals sogar Profi-Rennfahrer, die trotzdem auch eine Permit erstmal machen müssen. Und ganz oft ist eben das Feedback der Teilnehmer, der Rennfahrer, zu sagen, yo, das macht absolut Sinn, sich vorzubereiten, auch mit dem E-Learning, was man da ja mittlerweile machen muss. Das ist ja alles sehr durchdacht mittlerweile. Und alles, was so Themen einfach angeht, wie das Intervention Car zum Beispiel, wie verhalte ich mich? Es gibt ja nun mal keinen Safety Car auf der Nordschleife, sondern es wird mit Intervention Cars gearbeitet. Das ist einfach, da gibt es Regularien, die sind speziell auf der Nordschleife und die musst du einfach wissen. Und deswegen macht so ein Permit-Lehrgang auf jeden Fall Sinn und diese Unterteilung macht einfach Sinn alles. Ja, ja, ich kenne ja die ganzen Parolen, die es da gibt, Richtung Permit kenne ich ja. Und ich habe das ja auch durchlebt und mir auch selber erfahren, ne? Sonst wäre ich ja nicht irgendwann jetzt mal im 24-Stunden-Rennen gelandet. Aber da bin ich voll bei dir, das macht schon heftig Sinn. Und du merkst auch sofort Fahrer, die ja da relativ schnell zu dem Ziel hingekommen sind, ne? Die mal irgendwie sich eine Permit erfahren haben, aber relativ wenig Erfahrung auf der Nordschleife dann haben. Dann merkst du selbst, wo ich mit meinem V4-Auto da rumeier, sage ich mal, dass es auf größeren Autos noch welche gibt, die fahrerisch nicht so toll sind, ne? Obwohl die Nippon. Darum bin ich da voll bei dir. Das ist schon gut, dass das so gemacht worden ist, dass du wenigstens eine Grunderfahrung bekommst, ne? Ja, eben, also diese Schwankungen hast du natürlich überall, aber dein Werdegang, der ist natürlich beispielhaft, der ist ja mega, mega geil. Ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt und habe dich hart dafür gefeiert, dass du das 24-Stunden-Rennen selbst bestritten hast und dass das dein großes Ziel war, was du wahrgemacht hast, über diesen ganz klassischen Einstieg, so wie es eben im Breitensport möglich ist, ne? Über GLP, RCN, VLN und 24-Stunden-Rennen. Das ist einfach eine coole Geschichte. Ja. Ja, da bin ich auch eigentlich sehr stolz drauf, weil ich hatte mir irgendwann mal gesagt, ich möchte mal 24-Stunden-Rennen fahren, ich möchte mein eigenes Auto einsetzen und das mit meiner eigenen Mannschaft. So, das haben wir auch geschafft und da bin ich mega stolz drauf. Egal, was jetzt einer sagt, wenn du jetzt guckst in die Ergebnisliste, was hat er da für Rundenzeiten gefahren, das kannst du mir erzählen. Da sage ich einfach, ist mir egal, wir sind angekommen ohne Beule, wir haben keinen behindert, nichts passiert, ist mir egal, was da für eine Zeit am Zettel steht. So sage ich das auch. Ne? Chapeau, also am Ende geht es genau darum. Wir wollen alle Spaß haben da oben, das ist Breitensport, die Werksabteilungen mal außen vor gelassen, aber unser eins, wir wollen alle Spaß haben und wir wollen kein Risiko eingehen, kein Schrott abliefern. Und deswegen. Ja, zum Thema Schrott kommen wir gleich noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nochmal einen kurzen Ausschuss Richtung 24-Stunden-Rennen, wenn mal eine Werksmannschaft in der kompletten Fahrerpaarung vor dir angetreten ist und vier Fahrer, die namentlich sehr bekannt sind, dir sagen, ey, das war mega, was ihr da abgehalten habt. Draußen, wenn wir da kamen, hatten wir keine Probleme, immer super geil.
dann ist man schon stolz auf so einem kleinen Auto, ne? Also das ist... Absolut. Glaube ich dir aufs Wort. Und am Ende nochmal, darauf kommt es doch an. Das ist doch das Schöne, wenn das miteinander so gut funktioniert, dann haben alle Spaß. Und das ist auch einfach eine Leistung, die kann man nicht hoch genug bewerten. Und am Ende, jeder, der ankommt nach so einem 24-Stunden-Rennen, der kann sich als Sieger fühlen. Und darum geht's. Genau. Andi. Auf jeden Fall. Ja, genau so ist es, ne? Andi, wir kommen zu dem Thema Schreckmomente auf der Nordschleife. So, da ist mir mal so ein Video aufgefallen. Da fährt der Herr Gülden mit einem Formelauto im Schnee über die Nordschleife. Gab es da so irgendwie Bluthochdruck oder ne, der Puls war bestimmt ganz hoch? Aber man muss ja sagen, die Runde ist ja auf YouTube live zu sehen. Die werde ich auch irgendwie einbauen in unser heutiges Gespräch. Mal gucken, wo ich die herbekomme. Aber da war ja schon der Hammer, ne? Ja, also wie gesagt, ich durfte schon viel, viel Blödsinn machen in meiner Vergangenheit und das gehört sicherlich dazu. Absolutes Highlight, mit einem Formelauto über die Nordschleife zu fahren und dann auch noch auf einer verschneiten Nordschleife. Das war natürlich ein reiner Gag. Also das haben wir nur für einen Spaß gemacht. Wir sind davor, haben wir auch mal eine Runde, glaube ich, auch gebracht, wo ich mit dem Formelauto im Regen über die Nordschleife fahren durfte. Früher gab es noch Formel-Events auf der Nordschleife. Das war auch eine mega coole Zeit. Geht leider alles nicht mehr heutzutage. Aber das war eine sehr, sehr gute Zeit. Und ja, das hat viel, viel Spaß gemacht. Aber die Bedingungen waren auch perfekt. Also das jetzt irgendwie nochmal zu planen, vielleicht mit dem anderen Auto. Manchmal gibt es ja auch so Überlegungen, das ist wahnsinnig schwierig, weil diese Schneebedingungen waren einfach so gut. Es waren minus 16 Grad und das war nicht viel Schnee, nur ein bisschen. Und der war auch noch fast unberührt. Du hattest also keine Schneespuren, keine Loipen da irgendwie drin. Und wir hatten auch den richtigen Reifen, nämlich so einen ganz, ganz schmalen Winterreifen von einem Honda Jazz, glaube ich, war es, von so einem Race of Champions Auto von uns, was zufällig auf das Auto gepasst hat. Und wir haben gesagt, ja komm, wir probieren es aus. Und am Ende ist ein schönes Video draus geworden. Ja, ist schon ein paar Jährchen her, war aber eine coole Runde. Ja. Cool im wahrsten Sinne des Wortes. War also wenn ich da mal zwischenfunken darf, die Runde habe ich mir auch schon mal angeguckt, finde ich auch toll. Aber vom Andi das Beste, ich will jetzt nicht emotional werden da drin, ist für mich 24 Stunden Klassik. Punkt. Porsche. Ja, ey, das ist ja unbeschreiblich, die Nummer. Also, ja, dann, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu. Okay. Weil wir sind noch bei Schreckmomente. Das geht auch an dich, Ingo. Diese Schreckmomente, die man auf der Nordschleife hat, das ist ja da nicht mehr wegzudenken. Die hat jeder Rennfahrer, jedoch jeder Streckenposten, der da oben arbeitet, oder? Habt ihr selber so Schreckmomente, die ihr nie vergessen könnt? Also mir ist Gott sei Dank auf der Nordschleife selber, was Unfälle angeht und so, noch nie viel passiert. Aber was ich nie vergessen werde, ist 2016 im Juli, ich glaube, das war VLN 5 2016, der erste Einsatz, also von der RCN in die VLN gewechselt, war Anfahrt Mutkurve, wo ich quasi den Mantai Porsche übersehen habe und der quasi, also ich war auf der Linie und der rechts über die Wiese und Körb, da war die Planke noch nicht nah und der Zaun noch nicht nah und der da über die Wiese an mir dran vorbei.
weil ich ihn wirklich nicht gesehen habe. Also ist nicht viel passiert. Ich bin schön auf der Linie geblieben und der rechts dran vorbei. Aber ich habe ihn einfach nicht gesehen. Und das war mein größter Herzinfarkt, den ich bis jetzt im Auto hatte. Ich sag mal, der größte Schreckmoment. Natürlich hat man viele Schreckmomente, wenn man mal am Fahren ist und man lenkt mal zu spät ein und kommt am Ausgang über den Curb raus oder so, dann haben wir, oh, was war denn jetzt? Und dann man merkt, falsch eingelenkt oder was auch immer. Aber das war so mein größter Schreckmoment, den ich jetzt so mal hatte eigentlich. Und der natürlich auch hätte gefährlich ausgehen können. Da kommt noch dazu. Andi. So richtige Schreckmomente. Doch, den hatte ich. Also ich hatte sicherlich das ist letztes Jahr sicherlich beim 24er, wo ich leider den Kontakt mit meinem guten alten Kumpel, mit Timo Scheider, wie er nun mal hatte, im Brünnchen, als wir uns da berührt haben. Der erste Treffer war auch gar nicht so schlimm, aber der Winkel war blöd und der Einschlag, der Folgeeinschlag in die Leitplanke, das war ja das viel Schlimmere. Das war natürlich alles sehr ärgerlich, sehr blöd gelaufen. Wir haben uns beide natürlich geärgert und Timo, für Timo war das Rennen beendet. Mit dem Hyundai wurde noch lange, lange, lange repariert und am Ende sind wir dann irgendwann nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Reparaturpause, sind wir dann weitergefahren und dann auch ins Ziel gekommen. Aber das war blöd, das war ärgerlich, aber das war so, wie es passieren kann. Also irgendwann erwischt es jeden, denn grundsätzlich habe ich wahnsinnig großes Glück bisher immer gehabt, dass ich keinen Schrott abliefere, dass ich in der Regel keinen Kratzer ins Auto fahre, sondern dass ich das schon professionell bewerte. Das heißt, man will ankommen. Das ist die erste Hauptaufgabe. Du kannst ein Rennen nur gewinnen, wenn du es zu Ende fährst. Ganz klar, bei dem ganzen Tempo, was wir gehen wollen, so schnell wie man auch immer fahren möchte, am Ende brauchst du diese Restsicherheit, gerade auf der Nordschleife. Und dann ist es eher so, dass wenn wir über einen Quersteher reden, dann freue ich mich da immer drüber. Dann finde ich das immer witzig. Das ist vielleicht auch ein bisschen schräg, aber immer klasse, wenn so ein Auto auch mal quer kommt. Obwohl ich dann auch direkt weiß, oh, das hat Zeit gekostet. Deswegen versuche ich das zu vermeiden, so einen Drift irgendwie da 100 Meter mitzunehmen. Aber manchmal geht es mit mir durch und dann fährst du halt doch mal ein bisschen quer. Aber Big Moments hast du natürlich in jedem Rennen irgendwie. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das relativ früh, ne, im 24-Stunden-Rennen, ne? Also, leider ja, genau. Ärgerlich, aber das passiert halt dann einfach. Davor ist es viele, viele Jahre gut gegangen und ich hoffe, das wird jetzt auch wieder viele Jahre auch wieder weiter gut gehen. Das macht natürlich niemand absichtlich und deswegen am Ende haben wir uns die Hand geschüttelt und wir sind ja zusammen im RTW dann ins Medical Center gebracht worden, um uns durchchecken zu lassen. Aber das war alles Routine, alles gut. Schade fürs Ergebnis, aber das passiert nun mal. Ja, klar. Mein Schwager war da ganz bedröppelt, weil der arbeitet bei Hyundai und das ist eigentlich der größte Fan von dir und damals, wie du bei Hyundai gefahren bist. Und der hat uns dann angerufen, ja, wir waren ja live oben, und der hat gesagt, was macht der da? Da habe ich gesagt, rufen selber an, ne? ich kann es dir nicht sagen. Ne? Der war so bedröppelt, naja. Also das Problem ist ja in so Geschichten, da passiert sowas von dramatisch schnell, egal Semi-Profi wie so ein Andi, sag ich ja mal, oder ein Profi wie der Timo oder ein breiten Sportler wie ich. Das sind so Millisekunden, wo das knallt. Und da musst du dich das mal fragen, was ist überhaupt passiert. Ne? Also da kann sich leider keiner rausreden. Ne? Jeder macht natürlich auch mal einen Fehler. Ne? Richtig. Und wenn man es jetzt analysiert oder jeder, der die Nordschleife kennt und gerade diesen Streckenabschnitt, wenn du da Eschbach, Brünnchen, wenn du da
bergab durch links in die rechts ins Brünnchen hinein abbiegst. Das geht alles sehr schnell, sehr flüssig. Du konzentrierst dich auf diesen schwierigen Einlenkpunkt ins Brünnchen. Und ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass dann plötzlich dann GT3 mit reinsticht. Ja, deswegen hätte ich damit gerechnet, hätte ich ihn gesehen, dann hätte ich da sicherlich auch aufgelassen. Aber am Ende nochmal, kleiner Treffer, große Wirkung und das geht in die Kategorie Shit Happens. Ja. Leider. Andi, Streckenabschnitt, wo gerade der Unfall passiert ist, den du uns beschrieben hast, ist das dein Lieblingsabschnitt mittlerweile? Also das heißt jetzt, ich sag jetzt mal so von hohe 8 bis runter Stefan Belloff S, oder gibt es einen Streckenabschnitt, den du ganz besonders liebst? Also grundsätzlich, ich mit meinen 1-2 Kilos, die ich vielleicht da zu viel habe, finde ich alles, was bergab geht, finde ich super. Da seid ihr doch auf dem gleichen. Ja, bin ich voll im Thema. Ja, da bin ich voll dabei. Nein, also es ist wahnsinnig schwer, irgendwie zu sagen, das ist jetzt mein absolut one and only. Stefan Belloff ist, ja, gehört mit Sicherheit dazu. Alles, was schnell ist und wenn es... Geht ja voll, ne? Oder? Geht voll, aber je nachdem mit was für einem Auto, auch nicht ja, über jede Runde. Das kommt drauf an, wie viel Sprit habe ich im Tank, wie ist mein Reifen, wie baut der gerade ab. Das kommt immer so ein bisschen wirklich drauf an. Aber es gibt viele, viele Stellen, wo ich einfach sage, ist geil. Also Hudson, das fängt ja beim Hudsonbach an und endet irgendwann an der Hohenrhein-Schikane. Also dazwischen liegen meine 73 Lieblingskurven. Ja. Ich habe eine Frage an euch zwei. Die ist ganz speziell. Ich hatte ja letztens den Walter Hornung zu Gast, ne, bei Ring Total Normal im Podcast. Da war der Ingo leider verhindert. Hattet ihr eigentlich schon mal mit dem Termine so bei einem Rennen? Also ganz ehrlich, ihr zwei. Also Kaffee trinken beim Rennleiter ist eigentlich immer so ein Termin, den willst du vermeiden. Ja, da will man nicht zu eingeladen werden. Und wenn man dann doch mal zur Rennleitung muss, dann der Tipp an alle, immer in gebückter Haltung und möglichst reumütig. Also wenn man Reue zeigt, dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm. So hat mir das auch meine Mutter damals beigebracht. Ja, solange, wenn man sich entschuldigt, ist alles halb so schlimm. Nein, also Gott sei Dank höchst selten, dass ich da mal vorsprechen musste. Ich glaube, das letzte war witzigerweise, weil ich einen Permit-Test, also diesen sporadischen Test, wo die ganzen VLN-Fahrer zu ausgelost werden, da hat man mich auch mal gelost und da musste ich diesen Permit-Test danach holen. War witzig, ja, fehlerfrei übrigens. wie ihr ja wisst, also beim Walter war ich noch nicht, fange ich mal so an. Wenn mit einem 24-Stunden-Rennen ist das recht schwierig. Kann natürlich passieren. Beim Walter war ich noch nicht. So. In der VLN durfte ich schon mal häufiger da antreten zum Gespräch. Aber ihr wisst ja, ich habe ja auch ein eigenes Team am Start. Also ich bin ja nicht nur Fahrer, ich habe ja auch eine Teamchefverantwortung. Und der darf dann schon mal häufiger antanzen. Leider bin ich immer da angetanzt, es ging nicht um mich, sondern um meine Fahrer. Da waren aber jetzt nicht große Sachen bei, da war immer zu früh aus der Gelbphase raus überholt, dann wollten die mal Onboard-Videos von uns haben, weil wir in der Unfallphase dabei waren. Ja, also war eigentlich nicht dramatisch und wie der Andi dort auch schon erklärt, wenn du da reinkommst und dich an die Wand stellst und sagst, oh ja, stimmt, das haben wir falsch gemacht, und man diskutiert da nicht, sag ich mal, ist man da auch eigentlich
relativ schnell raus. Die größte Strafe war dieses Jahr für meinen langjährigen Fahrer, der bei NLS 1 einmal zu schnell in der Boxenstraße war, und das hat er beim 6-Stunden-Rennen nochmal wiederholt. Da gab es dann leider eine Geldstrafe. Ja, das war zum Antreten beim Rennleiter. Also wir waren schon ein paar Mal da, aber hat sich eigentlich immer harmlos mit einem braven Wort von denen oder warmen Wort von denen erledigt. Aber man geht da immer mit einem größeren Respekt rein, oder? Also ich war ein paar Mal da und da waren auch ein paar andere angetreten. Da möchte ich natürlich namentlich keinen zu nennen. Ich gehe da mit einem Knoten in der Hose hin und bin da brav, aber es gibt da auch Teammanager oder Chefs, die da andere Töne lassen, wie brav sein. Ne? Also ich gehe da schon hin mit Respekt, sagen wir mal so. Andi? Ja, geht mir genauso. Also eben diskutiert wird auf dem Sport, aber besser nicht in der Race-Control. Ja. Ja. Andi, dein größter Erfolg? Wo war der oder was war der? Also nach der Hochzeit und der Geburt meiner zwei Kinder. Da habe ich jetzt mit dir rechnet. Nee, also mein, ich habe ja schon auch. Er hat geheiratet und hat einen Sohn. Und ich habe und eine Tochter, genau. Und eine Tochter, aber ich habe das Auto von dem Sohn schon gesehen. Und da müssen wir uns über nichts mehr wundern. Also dieses Minicard, meinst du? Richtig. Ja, ja, das ist ja das Schöne, jetzt ist wieder Winter, jetzt hat man die Wochenenden mal wieder Zeit, auch so ein bisschen daran zu schrauben. Und das macht natürlich Spaß, weil der Sohnemann ist 10 Jahre alt. Aber die Büchse der Pandora will ich auch nicht so früh öffnen, wobei sie ist wahrscheinlich schon längst geöffnet. Aber ja, das macht, also das Vatersein ist natürlich ein großes Highlight und es macht einfach Bock, mit dem Max und mit der kleinen Mathilda Blödsinn zu machen, den Blödsinn beizubringen. Das kann ich gut, das macht Spaß. Aber sportlich natürlich, dann um die Frage in der Richtung zu beantworten, ja, das 24-Stunden-Rennen, was ich damals mit Benny zusammen mal gewinnen durfte, mega Highlight. Aber jetzt in jüngster Vergangenheit, und der Ingo hat es ja eben schon mal kurz angesprochen, das war natürlich jetzt beim 24-Stunden-Classic-Rennen im Rahmenprogramm vom 24er, dass ich dort mit dem Porsche Turbo den Gesamtsieg fahren durfte. Das ist ein Rennen, ja, was hoch emotional war, weiß ich, das wird wahrscheinlich zu weit führen, jetzt die ganzen Details aufzuführen, aber es war ein wichtiges Rennen, was ich gerne gewonnen habe. Und damit, ja, Grüße nochmal in Richtung Himmel. Ja, und jetzt, so Leute, die NLS und deren Zukunft. Wie steht ihr dazu? Sind die auf einem richtigen Weg? Politisch wollte man ja nicht werden. Nein, werden wir auch nicht. Ich erkläre das jetzt mal mit so ein bisschen mit meinem Breitensportdenken. Nach 10 Jahren RCN-Fahren am Stück und von 2016 an in die VLN gewechselt oder jetzt NLS seit diesem Jahr, kann ich mir aktuell nichts Schöneres vorstellen, wie da zu fahren. Und ich arbeite auch ganz schwer dran, dass wir im nächsten Jahr so viel wie möglich da auftreten werden. Und viele Breitensportler schimpfen ja, zu professionell geworden, und das ganze Thema kennen wir ja, da möchte ich jetzt auch nicht wieder von dran anfangen. Aber für mich tolleres und schöneres wie NLS oder VLN zu fahren. Und
ich sage mal, mit, die sind auch auf einem guten Weg, finde ich, auch für die kleinen Teams, so, um das mal ganz kurz zu sagen. Und ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal beim Christian Stefani persönlich und habe auch wirklich tolle persönliche Gespräche mit dem geführt. Und ich finde den schon nah an den Teams dran und mit dem kann man auch toll reden. Und der hört auch den kleinen Teams zu. So, das ist meine Richtung und ich freue mich schon mega drauf, nächstes Jahr da wieder zu stehen und da fahren zu dürfen. Ja, ist schön zu hören, Ingo. Ich kann mich da auch nur anschließen. Also gerade der Christian Stefani mit dem gesamten Team, was dahinter steckt, mit den ganzen Mädels auch. Ich kenne den Christian auch schon sehr, sehr lange. Mega guter Typ, der natürlich eine harte Feuertaufe jetzt hat über sich ergehen lassen in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer. Dann die ganze Pandemie-Geschichte dann zu handeln. Ich glaube, die haben wahnsinnig Gas gegeben in allem. Und für mich ist die VLN oder die NLS natürlich die geilste Rennserie der Welt. Völlig klar, weil einfach diese Vielfalt da oben, wir fahren über die Nordschleife, wir dürfen Rennen fahren auf der legendären Nürburgring-Nordschleife, was Besseres kann es gar nicht geben. Und deswegen, ich glaube, alle sind da sehr, sehr bemüht und ich hoffe, dass wir da nächste Saison 2021 auch wieder normale Verhältnisse hoffentlich dann sehr bald bekommen. Da müssen wir uns allen feste die Daumen drücken. Und dann würde ich mich total freuen, auch da wieder dabei sein zu dürfen. Hoffentlich dann auch natürlich wieder mit Fans an der Strecke, mit Fans im Fahrerlager, dass die große Familie da einfach wieder zusammenkommt. Ja, ja, da gebe ich euch vollkommen recht. Weil dieses Jahr 2020 sollte man eigentlich jetzt vergessen. Na, es sind Rennen gefahren worden, aber für die Fans war das absolut nichts. Wir denken jetzt nur dran, wenn du das mal aus dem Teamsicht oder in so einem kleinen Team bist wie ich. Wir haben das Auto zerlegt, wir sind in Vorbereitung, wir gucken gar nicht mehr auf 2020, was war da. Wir gucken jetzt voll Feuer auf 21 und sehen das alles positiv. Das haben wir am Samstag noch gearbeitet an Autos und wir gucken da schon gar nicht mehr hin. Wir gucken einfach Ziel geradeaus, 21 und dann ist wieder alles gut. Wir denken da gar nicht mehr drüber nach, weil sonst kriegst du dich nicht mehr so gut motiviert, wenn du das alles dir nochmal durch den Kopf gehen lässt. Ja, ne? Eben. Ne? Und so. Andi. Ja, also ich kann mich nur bedanken, dass natürlich war das ein ganz schräges Jahr, aber ich kann mich nur bedanken an Ring Racing, an das Team Ring Racing, an Max Kruse Racing. Das waren die zwei Teams, für die ich dieses Jahr in der NLS starten durfte. Ganz große Klasse, dass Ring Racing so viele Rennen möglich gemacht hat mit dem Toyota, die zwei Gaststarts mit dem TCR Golf, das waren tolle Rennen, sehr erfolgreiche Rennen. Das hat Spaß gemacht und ich bedanke mich da wirklich bei den Teamchefs, dass man Flagge gezeigt hat, dass wir dabei sein durften, dass wir das eben gemacht haben, ja. Aber natürlich, ich glaube, wir sind uns alle einig, 2020 kann weg. Und ich hoffe, dass es dann, wie gesagt, nächstes Jahr vernünftig weitergeht. Wie sieht denn der Ausblick von euch zwei aus? 2021. Könnt ihr da schon was verraten? Ich weiß noch nicht. Also bei Haas, Newman Haas, glaube ich, da sind jetzt zwei Plätze frei geworden. Ach so, ja. Nein, du. Aber da kommen wir wieder auf das Thema von Freitag, ne? Mit der Passgenauigkeit im Cockpit. Ich brauche keinen Sitz. Ja. Nein, das ist gut. Nein, ich bin da noch relativ leidenschaftslos. Ich weiß jetzt erstmal Winter. Ich brauche keinen Sitz. Ich kann nicht. Nein, Hammer. Du, ich,
Ich bin da gespannt. Mit Sicherheit werde ich unser Ringtaxi fahren, unser Co-Pilot-Fahrzeug auf der Nordschleife. Das werde ich mit Sicherheit wieder fahren. Ich werde mit Sicherheit im Formelauto sitzen und diverse Formelkurse machen. In welchem Rennauto ich noch Platz nehmen darf, steht noch in den Sternen. Aber wie gesagt, mit Max Kruse Racing, mit Benny Leuchter zusammen angreifen zu können, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Mit dem Uwe Kleen, mit Ring Racing, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Jahr im GT4 was zu machen. Ja, gerne. Ich lasse das alles noch so ein bisschen auf mich zukommen. Wir haben jetzt Ende November, es ist also noch echt viel Zeit, um zu sehen, wohin die Reise geht. Aber ich nochmal, ja, wir haben bis März, glaube ich, hoffentlich Zeit. Bis Mitte März wird das Programm dann schon stehen, aber alles andere ist jetzt noch nicht spruchreif. Ich hoffe auch vielleicht den einen oder anderen Einsatz, wie gesagt, in der Youngtimer-Trophy fahren zu können, denn das ist sicherlich auch ein großes Highlight und vom Fahrspaß her einfach auch sehr, sehr hoch bei mir angesiedelt, wenn du mit alten Autos fahren darfst. Ja, ist auch eine große Leidenschaft von mir. Ingo, wie sieht es bei dir aus? Gibt es was Ja, Neues? ja, 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 ja. Also, Da klar. komm raus mit der Sprache. Wir sind ja mein V4 BMW am Vorbereiten. Da wird sich farblich was ändern. Da möchte ich aber noch nichts zu sagen. Also, das halbe Auto ist in der Lackiererei. Da wird es ein bisschen einen anderen Look geben für nächstes Jahr. Da sind wir dran. Ja, ich persönlich möchte natürlich so viel wie möglich im Auto sitzen, am besten NLS fahren, auf meinem eigenen Auto in der V4. Ja, des Weiteren sind wir ja den Clio am Vorbereiten. Das Auto ist in der RCN gelaufen, das wird aber nächstes Jahr in der VLN laufen. Da wird es wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben oder ist in Planung, dass ich da schon mal drauf sitze. Ja, und seit dieser Woche haben wir dann einen jungen, motivierten Fahrer, der aus dem Sim-Racing kommt, im Kartsport unterwegs war und dann nächstes Jahr so als Junior-Team bei mir RCN fährt. So die Richtung in den letzten paar Tagen sich so ergeben. Also Ja, dann können wir uns ja, wieder ein Schrittchen weiter. ja, dann können wir uns ja alle auf 2021 freuen. Ich bedanke mich bei euch zweien. Ein sehr interessantes Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich denke, wir starten dann 2021 mal so richtig durch und dann können wir auch da oben mal uns zusammensetzen, Kaffee trinken. Ne? Das Ich habe wird jetzt Zeit. extra nicht Bier gesagt. Kaffee trinken wird Zeit. Na? Also egal, Andi. was wir trinken, ich bin Ja. dabei. Ich sage auch vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht, den Podcast hier mit euch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich sage vielen lieben Dank und ich freue mich auch auf kommendes Jahr. Ja, wir sind an die Ring total normal. Und Ja. darum geht es sich. Richtig. Macht es gut, ihr Lieben. Na? Wir sehen uns. Jo, bye Jo. bye. Ciao, ciao. Bye bye.